So, hallo wieder hier bei mir, dem Luca von den Löwen, zu einer weiteren Folge von Weeble Potter's World. Mit der guten Jule hier natürlich wieder dabei. Hallo Jule, ich habe dich letzte Folge gar nicht begrüßt. Gott, bin ich ein Bad Boy. In der letzten Folge, wie auch in der vorletzten Folge, haben wir hier dran weitergebaut. Also wir befinden uns hier gerade, ne, beim Gryffindor Gemeinschaftsraum. Und dann hier in diesem Seitengebäude, was gebaut wurde von Jule und mir zusammen. Und die gute Jule hat natürlich das Dach gebaut. Und ja, das Ganze, das führt hier nach oben und dann hier auf diesen Balkon. So, hierher. Genau, man sieht auch, das Dach ist auch schon drauf. Und an sich, finde ich, sieht das Ganze irgendwie ganz schick aus. Also es sieht auch zumindest aus wie auf dem Bild, das ich euch jetzt gerade hoffentlich einblende. Aber was wir in dieser Folge machen werden, das... Nee, warte, was ich euch nach dem Intro einblenden werde. Was wir in der nächsten... was wir in dieser Folge machen werden, seht ihr nach dem Intro. So, genau, wahrscheinlich habe ich euch das Bild jetzt nicht eingeblendet, weil ich gerade weil mir gerade aufgefallen ist, dass es gar keinen Sinn macht, euch das einzublenden, weil ihr das Gebäude gar nicht von außen seht. Aber ich würde sagen, Jule, wir können schon mal anfangen, denn wir haben uns einen kleinen Plan gemacht, und zwar muss dieser Boden jetzt hier einmal raus, weil ich finde, dass das hier ziemlich eng ist, und meine Idee dabei war, Moment, ich baue jetzt erstmal hier die da. Ah, okay, lol, da ist sogar noch was drunter. Sehr schön. So, ah, okay, aber da ist schon wieder nichts. Okay. Dann muss ich aber... Oh Gott, blöde Meißel. Nein, ich will jetzt hier keine Löcher in Hogwarts reinmachen. Ich brauche... genau, Treppen einmal. Supi. Und dann geht das Ganze jetzt hier... Moment. Zack. Zack. Und dann so und... So. Genau, hier dieser Boden hier, der muss jetzt hier einmal raus. Und während Jule den jetzt hier einmal abbaut, werde ich schon mal den neuen Boden ziehen. Dafür muss ich nur hier einmal, ohne zu sterben natürlich. Ha, gut, okay, ich hab's geschafft. Genau, und okay, nee, geht nicht so ganz, weil ich bin ansonsten hier so... Boah, ja, ansonsten bin ich hier eben so ein bisschen stuck. Und ja, ich habe gerade tatsächlich einen englischen Begriff benutzt, der meiner Professionalität dienen soll, die ich natürlich 100% besitze. Und warum fängt das in diesem scheiß Game dauernd an zu regnen? Hör auf zu lachen! Mann! Es gewittert auch noch! Dauernd! Wisst ihr, Leute, ich hab schon, weil mir dieser Regen so auf die Nerven gegangen ist jetzt die letzten Folgen und auch im Off. Moment mal, da muss ich ja Fackeln setzen. Nee, egal, ihr seht auch sowas. Pech. Ich habe, weil mir der Regen in den letzten Wochen, Folgen so auf die Nerven gegangen ist, habe ich schon den Regen wieder ausgestellt, den ich ja eigentlich nur über den Winter eigentlich aus hatte, wegen, oh lol, ist alles schon wieder weg. Lol. Jude, dann kannst du, wenn du magst, mal gerade ganz kurz runterfliegen und die verlorenen Steine einsammeln. Genau, aber denk dran, neben den, ja, lande mal sicherheitshalber neben den Steinen, bevor aus Versehen welche verloren gehen. Und ich lasse dich hier so ein kleines Loch, da kannst du dann gleich wieder nach oben. So, aber ich baue jetzt ansonsten das da hier mal so weit zu. Genau, bis auf dieses eine Loch, wo dann Jule reinkommt. So, so. Genau, weil dann haben wir hier einen höheren Gang, der auch nochmal ein bisschen mehr nach Hogwarts aussieht. Und der da hier, der kommt dann einmal weg. Und dann hier so. Zack. Genau, so sollte das Ganze dann jetzt erstmal aussehen. Genau, dann geht es hier eben runter, so zwei Stufen, zack, in diesen Nebengang und dann sind wir hier. Und ja, für diesen Gang habe ich mir natürlich auch ein bisschen was überlegt, und zwar zum einen natürlich hier die Fenster, die nochmal ein bisschen, ja, überarbeitet werden. So, 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 genau, und dann eben hier, zack, und dann als erstes mal hier das da hier, so. Genau. Und es sollte auch am besten hier nicht ganz oben angrenzen, würde ich sagen. Das finde ich nämlich nicht ganz so schick. Ach, komm schon. Wow. Danke. Hehe, guck mal, ich hab's geschafft.
Danke, Julia. So, so, so. Okay, ist das Fenster denn jetzt groß genug? Ich würde behaupten, ja. Ja, auf jeden Fall. So, und Alter, Moment. Ich setze mal kurz ein paar Fackeln, dass man hier überhaupt mal was sieht mit diesem Shader. So und so. So und so. Und dann hier nochmal. So. Also Leute, wenn ihr jetzt nichts seht, dann ist der Dingens schuld. Dann ist der, ne? Der Shader schuld. So, genau, das hier, das muss ja einmal hochgezogen werden. Zack, 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 zack. Genau, einmal bis nach oben. Wow. Well, Moment, der hier wieder weg. Genau so, dann ist hier die Tür und diese Wand hier, die kann dann einmal weg. Weil dieser Boden hier, da muss auch einmal zwei tiefer gesetzt werden. Was allerdings ein bisschen komplizierter wird, also Jule, ein bisschen aufpassen, weil da wirst du jetzt gleich ziemlich schnell, ja, runterfallen können. So, nämlich, oh Gott, hier bin ich sogar schon. So, dann so, dann... Ich versuche gerade auch so wenig Steinverlust wie möglich zu machen, dass man nicht nochmal runterspringen muss. So. So, dann hier ist erstmal Holz und ja, auch die Treppe. Nee, warte, die... Ahahaha, die Treppe darf bleiben. Edgy-Badge-Treppe. So. Genau, weil ich gehe einfach hier dann so. Nee, Moment, nicht so. Nee, Luca, bestimmt nicht so. Ich meine hier so, so. Genau. Und ja, bis hierhin passt es auf jeden Fall. Also weiter muss das Ganze nicht gemacht werden. Aber was ich dann jetzt einmal mache, ist hier so und so. Und dann setze ich jetzt mal hier die Mäuerchen, die ich eingeplant hatte. Und hä? Das ist ja immer noch falsch. So und so und so. Ah ja, genau, so wollte ich das haben. Dann der hier nochmal weg. Und dann hier zack, zack und zack. Genau, das passt dann immer noch ganz gut. Und dann hier so. Und genau, dann kommt hier eben auch wieder Mäuerchen drauf. Ah, abgesehen von dem da hier. Und es ist dunkel und regnet. Alter, was kommt als nächstes? Ein T-Rex. So. Genau. Ja, den da hier, den lasse ich jetzt mal so. Aber ansonsten finde ich, ist es eigentlich ein ganz schickes Treppenhaus hier. So, hast du alle Steine eingesammelt? Supi. Dann mache ich den da hier wieder zu. Und dann mache ich hier... So. Und ich würde sagen... Ja, nee, lasse ich eigentlich so. Genau, und dann geht das Ganze jetzt hier zack. Zack, zack, und dann hat man jetzt hier auf jeden Fall, ja, das Ganze mal so. Dann, werde ich jetzt mich mal an Folgendes setzen, und zwar hier mal eine Wand zuzuziehen, weil ich würde die Bauaufgabe gerne, ja, so langsam, beenden. Oh, nö. Oder? Moment, dann mache ich das anders, weil ich werde jetzt bestimmt nicht nochmal mit dieser Schüssel St. Bits blödian Sache darum hantieren. Dann mache ich das hier lieber so. Ja, das ist mir lieber. Genau, weil ich habe hier schon letzte Folge sehr, sehr viel damit gearbeitet. Und das muss ehrlich gesagt nicht nochmal sein. So. Dann so. Genau, und ich würde das jetzt auch erstmal hier, ja gut, noch einen höher vielleicht. Ah, nee, noch ein bisschen höher. Ja, ja, noch ein bisschen höher auf jeden Fall. Ah, okay, Jule ist da drin. So, ich würde sagen, noch 4 hoch. Das heißt, hier dann noch auf diese Höhe. Zack. So. Genau, dann hier nochmal der, der, der. Oh, haben wir da einen Block vergessen? Nö. So. Und genau, dann nur noch das da hier soweit mal nach vorne ziehen. Und ja, dann sieht das Ganze jetzt hier erstmal, also wirklich erstmal, so aus. Hier wird natürlich noch eine Decke kommen und hier wird wahrscheinlich auch ein Gang kommen.
Und genau, aber dann haben wir hier auf jeden Fall mal so ein kleines Treppenhaus. Das würde ich jetzt auch mal vielleicht. Moment. Wo ist denn hier? Ich glaube, hier ist dann die Wand, oder? Nope, okay. Die Wand ist hier. Ja, hier ist die Wand. So, danke, Julian. Genau, und dann mache ich das Ganze jetzt hier einmal so. Und dann ziehe ich das da hier auch noch einmal kurz so ein kleines bisschen höher einfach. So. Genau, einfach auch mal so auf diese Höhe. Moment, der hier kann mal weg. Und dann der hier dahin. So. Dann der hier auch mal weg. Und genau, alles mal. Achtung, Jule, geh mal runter. Geh mal runter. Genau. Genau, hier auf diese Höhe. Zack, zack. Und dann zack, 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 zack. Und dann noch zack, zack. Genau, da haben wir jetzt hier auch mal so eine Tür drin. Allerdings würde ich, glaube ich, hier sogar hergehen und sagen, wir machen so. Und ich glaube, das mache ich auch unten nochmal. Ja, mache ich. So, mache ich jetzt hier einmal so ein Tor quasi für so ein kleines Treppenhaus hier. So. Und dann mache ich das hier auch nochmal. So. Genau, dann wirkt das Ganze auch ein kleines bisschen offener und ein bisschen schöner, meiner Meinung nach. Und ja, dann haben wir jetzt hier ein kleines Treppenhaus. Und ich finde das cool, Leute. Mir gefällt das Treppenhaus. Also, Real Talk. Ich finde das cool. ja. So, lasst mich mal gerade kurz überlegen. Warum mache ich eigentlich nicht 3-3-3? Warum habe ich hier eigentlich das da hier gemacht? Ah, weil das von hier besser aussieht. Genau, aber von hier sieht das besser aus. Zumindest glaube ich das. Ich habe es beglaubigt. So. Hallo Regen, hörst du eigentlich bald auch mal auf? So. Ja, jetzt ist halt nur noch die Frage, hier müssen auf jeden Fall zwei Fenster rein. Allerdings würde ich die da hier nochmal rausnehmen. Weil ich würde jetzt ganz gerne mal kurz die Mitte ermitteln von diesem Gebäude. So, dafür gehe ich einmal gerade ganz kurz runter. Zack. So. Ne, Wasser, wo bist du? Da bist du. So. Ah, hier ist sogar ein Block. Okay. Wo ist denn jetzt die genaue Mitte? Die genaue Mitte sind diese beiden Blöcke. Okay, das heißt, das von innen gesehen rechte Fenster vom linken Fenster. Genau. Okay. So, dann gehe ich jetzt hier mal wieder hoch. So. Das rechte Fenster von innen gesehen vom linken Fenster. Und ich ertrinke hier gleich. Hilfe. Aua, aua, aua. Wah, wah. Wow, okay, jetzt habe ich es gesetzt. Okay. Hallo Jule, ich komme. Ich erscheine. Oh Jule, oh Gott, du bist ein Schatz. Oh Jule, oh mein Gott, was wäre ich nur ohne dich? Oh, du bist so ein Goldstück. So. Einmal hier nach oben auf jeden Fall. Ohne zu ertrinken. Aua. 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 Hey Mama. Aua. 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 So. Ja, nehme ich hier. Achso.
Okay. So, genau, das heißt, hier haben wir einmal die Mitte, die markiere ich mir mal gerade ganz kurz, dann kann das ja hier zugemacht werden. Okay, das ist die Mitte des Gebäudes. Moment mal, ich hatte mich hier etwas überlegt. Und zwar, ich mache jetzt hier einfach mal kurz so. Genau, und dann hier auch nochmal so. Na, das trifft sich sogar hier ganz gut. Allerdings ist es mit dem so ein bisschen. Genau, und dann eben hier der Eingang. Den lasse ich auch so. Gut. Oder wisst ihr was? Das ist mir ein bisschen zu eng. Ich mache hier so und so. Und dann so und so. Ah, lol, dann ist es hier. Okay, lol. Ja, dann lasse ich die Fenster auch hier, würde ich sagen. So, dann mache ich die hier natürlich auch nochmal tiefer, definitiv. Hast du noch Glas, Jule? Magst du das vielleicht kurz, dann einmal davor... Ah, hast du schon. Nice. Dann einmal hier gleich einfügen. Oh Gott, Moment. Verdammt. Und hier oben auch einmal, Moment. So, also einmal da oben. Und dann, Moment. Und dann auch einmal hier. So. Ah, du warst schon oben, okay. So. Genau, dann so einmal und dann da auch nochmal das gleiche. Zack, zack, zack. Dann zack, zack, zack. So. So. So, dann hier noch so. Gut, genau. Und dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall mal Fenster, die auch eine gute Höhe haben, meiner Meinung nach. Ja, finde ich ganz gut so den Gang. Und dann hier eben das Treppenhaus. Dann mache ich mal hier ganz kurz einfach mal eine Fackel hin. Da könnte ein... Oh, da könnte ein Feuerkessel hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist eine mega gute Idee. Okay. Und hier mache ich jetzt mal kurz... Moment... Einmal die beiden weg. Und dann zack und zack. Einfach, dass es halt ein bisschen runter ist. Ja, ich mag Rundung. So. Dann überlege ich gerade mal kurz. Wie machen wir jetzt weiter? Ich mache mal hier auch so einen Zweier-Torbogen. So. Ups. So, da nochmal. So und so. Genau, ja, das hat auch nochmal ein bisschen Hogwarts-Charme. Und dann, Moment mal, wir haben hier eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Und was wäre, wenn wir jetzt einfach hergehen und sagen, wir machen das jetzt hier so? Oh, es hat aufgehört zu regnen. Nice. So, Moment. Jule, magst du vielleicht gerade kurz mal in die Base? Du darfst auch den Game Mode benutzen. Und dann mir hier so einen geschüsselten Stein nehmen. Der ist bei den Steinziegeln. Ah, und auch gleich Sachen für Feuerkessel. Also, hier... Ne? Du siehst es ja. Auch Feuerzeug und Netherrack und Sandstein und Falltüren. Genau. Dankeschön. So. Dann. Genau. Dann mache ich jetzt mal hier so weiter.
Und dann hier 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und hier auch nochmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, so. Und? Oder? Wäre das dann zu viel des Guten? Was du mir auch gerne bringen könntest, wären diese Bänke, die ich hier auch überall habe. Das wäre auch total nett. Also wenn du weißt, welche Bänke ich meine. Die müssten, glaube ich, beim Fichtenholz. Nee, beim. Oder? Moment mal, was ist das? Was bist du? Von wo kommst du? Gartenbank nennt sich das. Bei Eichenholz ist es dann, glaube ich. Gartenbank bei Eichenholz. Dankeschön. So, aber ich mache das hier doch nochmal ein bisschen höher. So. Genau, so als Durchgang einfach. Ups. Und dann so. Genau, und dann hier kann man ja dann wieder so machen. Nur halt hier so für diese Bögen zum Durchlaufen so und dann der Durchgang wieder so. Oh, ich finde, das hat schon so ein kleines bisschen Hogwarts-Charme, muss ich sagen. Also ich bin gerade mega zufrieden, auch hier mit diesem Fenster. Ja. Ich überlege gerade, brauche ich noch irgendwas aus der Base? Bruchstein-Half-Slabs bräuchte ich auch noch. Da ist mir gerade nochmal eine Idee gekommen. Genau, das sind so die Sachen, die ich jetzt auf jeden Fall mal brauche. Und ja. In der Zeit zeige ich euch mal gerade ganz kurz, wie das jetzt hier aussieht. Also, ne, wir haben hier so diesen Hauptgang einfach. Der sieht hier so aus. Und dann da vorne ist eben der Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Und dann geht hier einmal so ein Gang runter und dann eben hier nach links später und hier geradeaus zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Und wenn man dann hier runter geht, dann ist man hier in diesem Gang. Der geht hierher. Und dann gehen hier eben so die Stufen nach oben in diesen Gang hier. Und von hier aus wird es dann wieder in das Gebäude gehen. Und es ist eben auch noch eine direkte Verbindung hierzu. Und hier werden auch nochmal... Oh, ich weiß, was ich tun kann. Oh mein Gott. Ja, ich habe sogar, glaube ich, alles, was ich brauche. Ja, ich glaube schon. Okay, nice. So, dann benutze ich jetzt einmal hier, weil dann kann ich ja das doch hier schon mal kurz machen. So. Genau, das hier kommt auch einmal raus. So, genau. Und dann hier, du kommst auch mal weg. So. Und dann mache ich das Ganze jetzt mal kurz. So, so. So, so. Genau, Treppen habe ich nämlich auch. Sehr schön. So. Und Bruchstein Half-Slabs bringt sie mir ja gerade. Das heißt, es trifft sich auch gut. Dann hier so. Dann kommt da noch ein Half-Slab drauf. Dann hier, Moment. Hier kommt dann der da hier hin und der da hier hin. Genau so. Oh, hi. Genau, wirf mir einfach mal alles kurz zu. Ja, genau. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Oh mein Gott, danke. Moment. Moment. Ich nehme mal den hier nochmal raus, denn ich mache dann hier Half-Slabs. Genau. Genau, einmal hier so und dann, Moment, ich muss kurz nach oben. So, Luca 17 baut sich mit Treppen nach oben. Genau so. Und dann hier so. Und so, 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 so. So, so, so. Ja. Und dann der hier, der kann ja weg. Oh, nee. Ah, doch. Ja, hier so. Ja, mal so als vorübergehenden Eingang, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich finde es jetzt, Moment, ich finde es jetzt nicht schön.
Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es zwingend geändert werden muss. So. Ja. Lasse ich jetzt erstmal so. Ich setze hier auch direkt mal kurz Fackeln rein. So, habe ich ja zum Glück. So, einmal hier an diesen Eingang. Und dann noch einmal hier an diesen Eingang. Und dann noch einen in der Mitte. Ist es die Mitte? Moment mal, hier sind zwei übrig. Nope. Dann hier so. Ah, warte mal. Nee, hier dann so, ne? Hier ist jetzt einer übrig und drei. Hier ist einer übrig und. Nee. Hä? Egal. Ich lasse die Fackel jetzt einfach da. So. Und genau, hier, das da hier, das. Ja, da könnte auch eigentlich. Oder nee, ich lasse es jetzt erstmal offen. Ist jetzt auch erstmal egal. Genau, aber jetzt komme ich mal mit meinen Ideen hier. Nämlich als erstes mal hier einen Feuerkessel. So, dann Feuerzeug und genau, Nether-Dingens. Und was war es noch? Falltüren. Falltüren. Genau, die habe ich da. So, sehr schön. Und dann mache ich jetzt hier zack und dann zack und dann zack, zack, zack und dann. Nein! So. Und ja, ich finde, das passt. Oder Jule, was sagst du? Hey, achso, das ist gar kein Bug. Ja, also Jule findet, glaube ich, auch, dass es passt. So, dann mache ich mal hier den da hier einmal weg und den da hier einmal weg und den da hier einmal weg. Und dann setze ich jetzt mal noch hier so einen Feuerkessel hin. Zack. So, dann Feuerzeug und Feuer. Und dann kommen jetzt hier die Gartenbänke hin. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Und ja, dann ist dieser Gang hier nach ähnlichem Stil gebaut wie dieser Gang hier. Nur dass, ja, ich, also, ja, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es ehrlich nicht schlecht. Dann komme ich mal jetzt noch zur letzten Aufgabe für heute. Nämlich würde ich gerne hier überall so ein Muster reinmachen. Ich glaube, hier ist es nicht so ganz möglich. Nee, aber hier habe ich gerade mal kurz eine andere Lösung. Moment, ich muss kurz an den Crafting Table. So. Und da kann mir dann auch gleich wieder die Jule helfen. So, erstmal brauche ich kurz hier Treppen. Zack, zack, genau. So, dann hier rein. Und dann mache ich jetzt erstmal gerade ganz kurz. Ne, Moment mal, ich glaube mit Bruchsteintreppen sieht es besser aus. Jule, hast du Bruchsteine dabei oder Bruchsteintreppen? Genau. So, Dankeschön. Warte, dann gehe ich nochmal kurz zum Crafting Table. So. Und machen wir gerade ganz kurz hier Treppen. So, genau. Ah, 33 Stück habe ich dann jetzt. So. Oh, wie süß. So, und dann kommen jetzt hier nämlich noch so Treppen hin. So und so. Genau. Finde ich irgendwie ganz schick. Moment mal, das da hier, das kann man auch noch mal zu diesen Treppen hier machen. Genau. Ja, finde ich gut. Genau, und dann hier habe ich mir nämlich etwas überlegt. Und zwar, was wäre denn, wenn wir das Ganze jetzt hier so machen? Und dann so. Dann so. Nee, ah, Moment. Haha. Genau, dann hier. So.
So. So. Und dann, zack, zack. Zack, zack. Oh, ich hoffe, das geht jetzt hier auf mit dem Tor. Aber sollte eigentlich, also. Puh, aber wie genau? Moment. Ja, es geht perfekt auf. Oh mein Gott. Okay, nice. Ja, Julia, also das da hier, das wäre jetzt mal so der Plan. Ich gebe dir einfach mal kurz. Oh, hast du noch Bruchsteine, aus denen du dir. Nein. Magst du dann nochmal gerade kurz zur Base fliegen? Weil ich habe auch nur noch 41. Und warte, warte, warte. Nimm gleich bitte kurz das Holz hier mit, weil das brauche ich auch nicht mehr. So, das ist alles Fichtenholz. So, dann habe ich wieder Platz im Inventar dafür. Vielen Dank. Bis gleich. So, dann mache ich schon mal das da hier soweit mal fertig. Boah, aber hier ist es auch unglaublich knapp jetzt. Beziehungsweise geht sogar, glaube ich, gar nicht auf. Na. Na. Ich dulde es, sagen wir es mal so. So, so. So. So, 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 so. Ja. Genau so. Und dann das gleiche jetzt auch nochmal hier. Moment mal, die Treppe ist ja komplett frei, ne? Ja. Genau, hier so. 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 Dann hier baue ich das auch schon mal vor. So. So. Ah, hier kommt es in Bedrängnis. Nee, dann lassen wir den Vorraum hier aus. Dann lassen wir den Vorraum hier aus und machen. Hier dann, Moment. Genau, weil das da hier geht ja nicht. Na, das kann ich nicht machen. Also das da hier ist ja schon grenzwertig, kann man schon fast sagen. Moment. Aber hier kann man das auf jeden Fall mal machen. So. So, so. So. So, so. Und Alter, die Folge geht schon wieder 32 Minuten. Aber das hier möchte ich gerade mal noch fertig bekommen. Wow. Hallo, Jule. Genau. Aber ja, ich finde es irgendwie nice. Ah, genau. Dankeschön. So, dann. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Oder Jule, wie findest du das? Ja, scheinbar gut. Das freut mich doch sehr. Wenn es Jule gut findet, dann finde ich es auch gut. So. Aber die Frage ist natürlich auch, wie ihr das findet. Genau, Dankeschön, Jule. Die Frage ist natürlich auch. Ah, Moment mal. Ah, genau, hier diese Steine. Die hast du mir ja auch gebracht. Das mache ich dann direkt mal kurz. Achtung, Jule. So, und ich packe die mir mal hier links neben. Ich meine rechts neben das da hier. So. Ah, danke. Hier vorne mache ich das auch nochmal. Zack, zack. Wobei ich glaube, hier mache ich das nur beim Vorderen. So, so. Zack, zack. Oder das sieht, glaube ich, auch doof aus, oder? Nee, wenn schon, denn schon. So, so. Mach ich zack, zack. Genau, und dann hier bei denen auch nochmal. So, so. Dann hat das Ganze nochmal ein bisschen mehr Profil, das Ganze. Und hier mache ich dann, glaube ich, einfach Treppen hin. Ja. Quasi hier dann so in dem Sinne. Dass ich dann hier so mache. So.
Genau, und dann eben auch nur hier so. Und dann gehe ich mal gerade kurz ein bisschen höher. Und dann hier oben nochmal so. So. Nee, Moment. Ich habe eine Idee. So, so. So. Ah, nee, das geht nicht so ganz auf, wie ich das gerne hätte. Ah, doch, Moment. Hier ist so. Und dann hier Blöcke rein. Ja. Moment. So, der da hier nochmal dahin. Ah, okay, Moment mal, dann mache ich jetzt hier einfach mal so, so. So. Und dann hier so, so. Das da hier auch noch mal raus. So, so. Ja, ich denke, jetzt habe ich mal so das Beste hier rausgeholt, was ich persönlich hinbekomme. Und Jule, was sagst du? Das wäre jetzt mal so der fertige Gang. Wenn man jetzt hier so durchläuft, dann sieht das Ganze jetzt hier so aus. Also ich finde doch schon, das kann sich sehen lassen, oder? Und dann geht man hier nach oben in einen unbearbeiteten Bereich. Und ja, dann hat man jetzt hier nochmal mehr Möglichkeiten, durch Hogwarts zu laufen. Und auch hier auf diesen Balkon natürlich zu kommen. Hier, das da hier, das finde ich jetzt auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ich überlege gerade, weil ich es auch nicht ganz gut finde. Moment. So, nochmal der da hier weg. Dann da nochmal so. Und dann so. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen besser. So. Und. Ah, nee, Moment, da kommt ja eine Treppe rein. So. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Danke, Jule. Und ja, dann kann man hier zum Beispiel auch so machen. Den da hier nochmal weg. Den da hier doch nicht nochmal weg. Ja, dann halt Half-Slabs. Ja. Aber so würde das Ganze jetzt erstmal aussehen. Ich zeige euch auch nochmal kurz das Gebäude von außen. Moment, Game Mode 1. So sieht das Ganze jetzt hier aus, das Gebäude mit dem Gryffindor Tower natürlich direkt daneben. Ich bin zufrieden, muss ich ehrlich gesagt sagen. Hätte ich jetzt nicht so ganz erwartet. Und ja. Ja, doch. Also ich finde, wir haben da jetzt ordentlich was rausgeholt, was auf jeden Fall gut machbar ist. So, wieder Game Mode 0. Und ja, genau, hier oben ist natürlich noch unbearbeitet und das ist jetzt der neue Bereich, den wir jetzt in den letzten drei Folgen mit der Jule gemeinsam gebaut haben. Und ja, ich bedanke mich nochmal herzlich bei dir, Jule. Das ist wirklich Jule. Ach da. Das ist wirklich nichts Normales, dass du mir da so unter die Arme greifst und das Ganze machst. Deswegen nochmal herzliches Dankeschön auf jeden Fall. Oh, oh, cute. Und ja, dann würde ich jetzt mal sagen, war es hier mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann leider mit einem Daumen nach unten. Aber wenn es euch super gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem kostenlosen Abo, was ihr mir jetzt hier rechts oder unten rechts auf meinem Wasserzeichen gerne hinterlassen könnt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Weeble Potter's World. Das war's von mir, dem Löwen. Bis dann. Tschüss und ciao.